occasione della festa dei frutti del bosco. Zum Fest der Waldfrüchte haben wir diese Gerichte zubereitet, die alle auf einer Früchtebasis bestehen. Früchte, die wir in unseren Wäldern sammeln oder die wir anpflanzen, wie Himbeeren und Johannisbeeren. Als erstes Gericht haben wir die Cappellacci mit Himbeeren und Johannisbeeren. Sie sind eine Variante der Chassons, unseres typisch lokalen Gerichts. Und hier ist eine Füllung mit Ricotta-Käse, frischer Ricotta mit Waldfrüchten in einem Kloß. Nachdem die Klöße geschlossen und gekocht wurden, werden sie mit geschmolzener Butter übergossen. Und das ist die Butter unserer Almen, mit geschmolzener Butter mit der geräucherten Ricotta unserer Almen. Dann haben wir die Süßspeisen gemacht. Als Süßspeisen haben wir Strudel, den klassischen Strudel mit Äpfeln, und dann haben wir Kuchen mit Waldfrüchten, Walderdbeeren, die hier in der Nähe gesammelt wurden, Heidelbeeren und Johannisbeeren. Und zum Schluss haben wir eine Rolle, eine Biskuitrolle mit frischen Himbeeren, auch noch mit frischen Himbeeren bedeckt.